Hallo zusammen, Rupi hier. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Recht herzlich willkommen zum mittlerweile vierten Teil unseres Unboxings zu Planet Wow Geckos. Genauer gesagt, die 20 coolsten Geckos der Welt von Blue Ocean. 5 Tüten habe ich hier noch drin. Die letzten, die schauen wir uns noch an. Welche Geckos finde ich? Finde ich weitere der 20 Geckos oder kommen jetzt doppelte? Bis jetzt sieht's gut aus. Bis jetzt habe ich noch keine einzige Figur doppelt gezogen. Jubel, Jubel, Freu, Freu. Absolut großartig. Tolle Serie, die ihr hier in den Tüten findet. Ja, 20 Geckos insgesamt. Hier seht ihr schon mal ein paar. Es gibt seltene, es gibt fliegende, es gibt einen super seltenen. Ja, es gibt welche mit Farbwechseleffekt und mit Metallic-Effekt. In jeder Tüte findet ihr einen von 20 Geckos plus Wissensposter. Sieht alles klasse aus. Falls ihr die vorangegangenen Videos noch nicht gesehen habt, holt es unbedingt nach. Die Geckos sind der absolute Oberknaller. Sehr, sehr, sehr schöne Serie. Wenn ihr Geckos, wenn ihr die bunten Viecher hier mögt, könnt ihr gar nichts falsch machen. Und das ist auch wirklich toll verpackt, das Ganze. Und wie es aussieht, sieht es gut aus. Ich hoffe, ich kriege hier nochmal 5 weitere Geckos. Ich öffne die Tüte mal hier oben. Einfach aufreißen. Und hier sehe ich schon mal ein Schwänzchen. Und hole ja mal das Poster raus. Oh, ich habe hier schon wieder 9. Großartig, großartig. Wiegmanns Streifengecko. Übrigens, der lateinische Name steht auch immer mit dabei. Ist die Nummer 5. Aber hier kommt. Hinten drauf findet ihr alle, die es hier zum Sammeln gibt. Mit Namen, deutscher Name, lateinischer Name, finde ich klasse. Jetzt haben wir noch den Streifengecko bekommen. Dann fehlt mir eigentlich noch der afrikanische Krallengecko. Dann fehlt mir hier noch der Goldstaub-Taggecko. Boah, was fehlt mir noch hier drüben? Der Augenfleck-Zwerggecko fehlt mir noch. Und hier der malaiische Bogenfingergecko. Die 4 fehlen mir dann noch. Ist ja der Hammer. Also dann hier erstmal der Steckbrief zu Wiegmanns Streifengecko. So sieht er hier aus. Mutiger Winzling. Hier haben wir ein Foto, wie er tatsächlich in echt aussieht. Auch hier kann man wieder die wunderbaren kleinen Schuppen hier sehen. Das ist Wahnsinn. Hier siehst du gut, ja, die bunten Schuppen des Reptils. Steckbrief, Länge etwa 8 cm, Lebensraum fast überall, Felsen, Baumstämme, Mauern, Nahrung, Insekten, Gefährdung nein, Haustierhaltung ja, besondere Kennzeichen. Männchen sind orange, weiß, schwarz, längs gestreift. Die Weibchen einfarbig braun. Hier die Verbreitung. Hier kann man ihn finden. Dann haben wir hier noch die Werte. Größe 1 von 5, Klettern 4 von 5, Tarnung, Täuschung 3 von 5, Seltenheit 3 von 5. Und hier haben wir nochmal eine wunderbare Abbildung. So sieht er tatsächlich aus, der Streifengecko Mini. Der Gecko ist von der Schwanz bis zur Nasenspitze gerade einmal so groß wie ein kleines Spielzeugauto. Ne? So, dann bin ich jetzt sehr gespannt, wie sie ihn umgesetzt haben. Hier kommt er. Boah, der ist ja klasse. Ja, wieder ganz anders als auf der Abbildung. Ja, hier seht ihr das, der Streifen geht hier einfach so gerade am Körper entlang und hier haben wir ein richtig schönes Muster. Das ist ja absolut fantastisch und ja, wie war das klein? Nö, der ist riesig, der ist richtig groß, schaut euch das an. Schön, echt tolle Farben. Unten haben sie ganz einfach braun gemacht, hier oben ein bisschen so ockergelb am Rand und über den Rücken geht es weiß bis nach hinten zur Schwanzspitze und dann dieser schwarze Streifen mit einem tollen Muster. Alles klasse. Übrigens, tagaktiv hat runde Augen und auch hier sieht man ganz leicht so die angedeuteten Schuppen. Ja, die Hautstruktur ist nett gemacht und die Beine werden hier vorne wieder braun. Also klasse, gefällt mir richtig gut und der ist richtig groß. Denn wenn er jetzt einfach so liegt, haben wir schon mal eine Länge von 15 cm. Wenn ich sein Schwänzchen hier ausstrecke, ohne dass ich hier groß ziehe, komme ich auf 20 cm. Ist ja der Hammer. Ja, obwohl er so klein ist, ist das echt ein super schöner Gecko. Wow. Ja, das ist eine großartige Serie, die sie hier umgesetzt haben. Der Hammer. Wir schauen gleich die nächste Tüte an. Auch die reiße ich wieder hier oben ein. Was finden wir hier? Einen doppelten oder eine weitere neue. Und, oh, Metallic-Effekt. Ach,
sehr gut. Der Goldstaub-Taggecko. Die haben hier echt einen kompletten Satz reingepackt. Aber wie schon gesagt, es bleibt spannend bis zum Schluss. Vielleicht haben sie einen doppelt reingelegt. Ja, dann muss ich mir den noch irgendwie besorgen. Man wird sehen. Das hier ist die Nummer 4, bunte Krawallschachtel. Okay, Metallic-Effekt heißt, er hat so einen Metallaufdruck bekommen. Ja, das schauen wir uns hier natürlich gleich an. Also, das hier ist die Figur. Hier guckt er über eine Blüte oder über ein Blatt drüber. Ja, super schöner Gecko. Kommt da auch keiner? Goldstaub-Taggeckos teilen ihr Revier nicht gerne. So, wir haben hier eine Länge bis 12 cm, Lebensraum, Wald, Bäume, aber auch Häuser, Nahrung, Insekten, aber auch Obst, Pollen, Nektar, Gefährdung nein, Haustierhaltung ja, besondere Kennzeichen. Eine knallgrüne Haut mit goldenem Pünktchenschleier. Aha. Größe 2 von 5, Klettern 4 von 5, Tarnung, Täuschung 2 von 5, Seltenheit 3 von 5. Ist auch tagaktiv, man sieht es an den Augen. Und hier haben wir ihn nochmal komplett. Sieht schön aus mit den roten Flecken hier auf dem Rücken. Ja, und dann noch ein bisschen blau um die Augen herum. Genauso wie die Fußspitzen, die Zehen hier. Echt ein schöner Gecko. Jetzt bin ich gespannt, wie sie ihn umgesetzt haben. Hier kommt er. Und ja, wunderbar. Wunderbar, ist alles gegeben, wie auf der Abbildung. Die Augen natürlich wieder schwarz und groß. Hier vorne haben wir die roten Streifen und die ziehen sich hier auch über den Rücken. Dann auf dem Grün hier noch ein bisschen gelb gesprüht. So sieht der aus. Auch wirklich sehr schön. Und dieses Rot, naja, ist so eine ganz leichte Metallic-Farbe. Weiß ich jetzt gar nicht. Also würde ich jetzt auf Anhieb nicht als Metallic erkennen. Oder soll es dieses Gelb hier sein? Ich kann es euch nicht sagen, aber Metallic sieht für mich echt anders aus. Ne? Wenn ich das mit den Geckos vergleiche, die wir bisher gezogen haben. Also das hier ist für mich Metallic. Ne? Ihr seht, wie das Ganze hier glänzt. Das ist ein Metallic-Effekt. Aber hier, das ist schon ein bisschen schwach, wenn er mich fragt. Aber egal, es ist auf jeden Fall ein schöner Gecko und der ist richtig klein geworden im Gegensatz zu unserem Kollegen eben, ja, der ja eigentlich klein ist und der ist ein bisschen größer rechts. In echt haben sie den jetzt relativ klein gemacht, ja. Aber auch ein sehr schöner Gecko, von den Farben her gefällt mir das auch gut. Super zum Stretchen, zum Ziehen, so wie euch das gefällt. Nicht zu wild ziehen, vor allem nicht an den Fingerchen, nicht dass euch die irgendwie abfatzen. Jo, dieser Goldstaub-Taggecko hat hier eine Länge von, ja, 16 cm, würde ich jetzt mal sagen. Also ist auf jeden Fall auch schön gemacht und auch hier kann man die grobe Hautstruktur erkennen. Ne? Soll halt ein bisschen die Schuppen darstellen. Das ist schon absolut okay. Ich meine, es sind Spielzeugfiguren, ja, und dafür sind die aber trotz allem echt schön gemacht. Wenn man das so mit anderen Gummifiguren aus diesem Bereich vergleicht, ist schon echt toll. So, nächste Tüte. Was haben wir hier drin? Hier ist wieder ein bisschen, ja, was Kräftigeres drin. Habe ich gesagt, wie in den anderen Videos, dass auch die hier komplett massiv gegossen sind, sind also nicht hohl. Es ist so großartig, Leute. Ich liebe das, wenn in einem Display ein kompletter Satz drin ist. Großartig. Malaysischer Bogenfinger-Gecko. Ja, toll, die Nummer 3. Ne? Eben war es die Nummer 4. Das ist super. Lasst uns gleich hier mal den Steckbrief anschauen. Ja, da gibt es schon ein bisschen Unterschied. Ne? Aber hier unten haben wir noch eine andere Abbildung. Ne? Wenn man den anschaut, sind wir doch hier ganz nah dran. Auf jeden Fall. Tolle Ringel. Bei einigen Geckos sehen sie besonders schön aus. Hier oben. Hier siehst du gut die gebogenen Finger, die dem Gecko seinen Namen geben. Ne? Hier kann man das wunderbar sehen. Stützt sich vorne voll auf die Krallen hier auf. So, Länge bis 26 cm. Lebensraum Regenwald, Boden und Baumstämme, Nahrung, Insekten, Gefährdung nein, Haustierhaltung ja. Besondere Kennzeichen, auffälliges Ringelmuster. Hier lebt dieses Tier. Hier kann man den Bogenfinger-Gecko finden. Größe natürlich 4 von 5, Klettern 4 von 5, Tarnung, Täuschung 3 von 5, Seltenheit 3 von 5. Ja, so sieht man auch
was für unterschiedliche Färbungen dieser Gecko hier hat. Dann schauen wir uns das Modell hier an. Und ja, die Ringel sind gegeben. Ist auch wieder eine andere Gecko-Form. Ne? Der Kopf ist so ein bisschen leicht gebogen nach vorne. Und ein ganz langer, schlanker Gecko, den wir hier haben. Auch wieder massiv gegossen. Der Bauch ist hier gelb. Oben haben sie ja braun gesprüht. Die Augen wieder riesengroß, schwarz. Hier noch ein bisschen gelber Sprühnebel über den Kopf. Dann hier die Streifen, immer gelb und braun. Und es zieht sich hier durch bis ins Schwänzchen rein, was ich klasse finde. Und auch die Stellung, die Form gefällt mir gut. Ist wieder ganz anders wie bei den anderen Geckos, muss man auf jeden Fall sagen. Hat auch wieder eine tolle Größe und wenn man das hier aus der Nähe anschaut, sieht man auch wieder dieses leicht grobe seiner Hautstruktur. Ist auf jeden Fall nett gemacht. Was haben wir hier für eine Länge? Wenn ich das Schwänzchen hier ausstrecke, dann komme ich hier immerhin auf 19 cm. Ja, schöne Größe. Und ihr seht halt auch hier wieder, es sind echt komplett unterschiedliche Geckos, die wir hier aus den Tüten rausholen. Ja, also echt eine richtig tolle Geschichte. Leute, ich habe hier jetzt noch zwei Tüten drin. Die letzten zwei Tüten. Es bleibt immer spannend bis zum Schluss, weil du dir nie sicher sein kannst, haben sie es richtig reingepackt oder womöglich einmal vergriffen. Ja, puh, also... Das finde ich immer der spannendste Moment. So, das hier reiße ich auch wieder oben ein. Und wir haben hier die Nummer 2. Sehr gut. Mit Farbwechseleffekt. Okay. Bei 30 Grad übrigens, ne? Manche machen das Wasser nur lau. Dann seht ihr hier nämlich kaum einen Effekt. Ist immer schade. Nur damit ihr das mal gesehen habt. Der Augenflecken-Zwerggecko. Großer Winzling, die Bemalung ist ja wohl auch der absolute Knaller. Das sieht jetzt auch geschwind aus wie Metallic irgendwie, ne? Dann lasst uns hier gleich mal reinschauen. Boah, so sieht er tatsächlich aus. Das ist ein Hammertier, oder? Wow, hier unten sieht man ihn auch nochmal. Sieht irgendwie fast aus wie ein Varan, oder? Sind wir mal ehrlich. Hier wirkt er richtig stämmig, ne? Auch tagaktiv. Und was schreiben sie hier? Der Augenfleck-Zwerggecko hat locker auf einem Blatt Platz, okay? Dann, das ist ein leuchtend buntes Männchen hier oben. Steckbrief, Länge bis 11 cm, Lebensraum, Waldboden und Baumstämme, Nahrung, Insekten, Gefährdung, nein, Haustierhaltung, ja. Besondere Kennzeichen, bunte Männchen, Augenflecken an den Seiten. Ja, das sieht man hier sehr deutlich, genauso wie hier unten. Ja, Größe natürlich nur 2 von 5, Klettern 4 von 5, Tarnung, Täuschung 3 von 5, Seltenheit 3 von 5. Ich bin mal sehr gespannt, wie sie den hier umgesetzt haben. Und hier kommt er. Boah, na also, wenn das nicht metallig ist, dann weiß ich es auch nicht. Richtig Silber, was sie hier drauf gesprüht haben. Ansonsten hier unten ist er braun, schokobraun. Hier oben ist er noch ein bisschen dunkler. Ja, haben sie noch ein dunkleres Braun drauf gesprüht, auch über die Füße. Dann geht es hier mit Silber los. Hier die Flecken auf den Seiten und vorne dieses Streifenmuster. Das sieht ja auch nur gut aus. Wow, also auch ein super Teil. Also, das habe ich noch nie gesehen, ja, noch nie. Was für ein Hammergecko, ja. Hier haben sie nicht mehr bemalt, ne? Obwohl hier Silber, hätte ich hier glatt noch weiß reingetupft, zumindest bei zwei Flecken, so wie es halt auch hier entsprechend aussieht. Ja, und man kann hier auch noch ein bisschen blau erkennen an den Flanken. Aber trotzdem, ein super Gecko, oder? Habt ihr so Dinger schon mal gesehen? Also, klasse. So, was haben wir hier für eine Größe? Wenn ich ihn so messe, wie er jetzt liegt, mit dem eingerollten Schwänzchen, komme ich auf 13 cm. Wenn ich das Ganze hier ausziehe, dann hat er schon eine ganz andere Größe. Dann komme ich hier auf 19 cm, Mann. Ist ja der Hammer, Leute. Und jetzt kommt die letzte Tüte. Die allerletzte Tüte. Und hier müsste eigentlich der Krallengecko drin sein. Und ja, ich könnte hier Glück haben. Fühlt sich zumindest so an. Fühlt sich zumindest so an. Also komm, lass uns reinschauen. Haben wir hier den letzten drin? Oder ist es ein doppelter? Wir haben ihn drin. Ach, es ist
Blue Ocean, ihr seid so geil, Mann. Ihr seid so geil. Danke. Ich sage hier stellvertretend für alle Sammler, vielen, vielen herzlichen Dank, dass ihr in ein Display einen kompletten Satz reinhaut. Super, so muss es sein. Und das finde ich auch fair euren Kunden gegenüber. Das ist super. 20 zum Sammeln, 20 sind drin und ihr kriegt auch alle 20 aus einem Display. So, so, so geil. Wirklich, das kann man anders nicht sagen. Großartig. Die Nummer 1, der Pummel unter den Geckos. Okay, Pummel, naja, es sieht eigentlich aus wie ein Leopardgecko von der Form her, ne? So, hier, tolle Abbildung. Er hat gut lachen. In seinem dicken Schwanz steckt Fett als Nahrungsreserve, ganz genau. Je dicker das Teil hier hinten, umso besser geht's ihm, ja? Wenn das dünn wird, sollte er langsam wieder anfangen, was zu fressen. So, bis zu 24 cm Länge, Lebensraum, Savanne, Wüste, Boden, Nahrung, Insekten, Gefährdung, nein, Haustierhaltung, ja, besondere Kennzeichen, dicker Schwanz, bewegliche Augenlider. So, hier die Verbreitung, dann hier die Werte, Größe 4 von 5, Klettern 1 von 5, Tannung, Täuschung 3 von 5, Seltenheit 2 von 5, nachtaktiv, hat also eine geschlitzte Pupille. Hier sieht man es nicht so gut, aber hier sieht man das wunderbar. Auf einem Stein sonnt er sich am besten. Auch ein super schöner Gecko, den sie etwas anders umgesetzt haben. Ne? Die Farben hauen jetzt hier nicht unbedingt so hin. Aber Leute, oh, ich hab's komplett. Ach Gott, schaut euch das mal an. Eine ganz andere Umsetzung. Ganz andere Umsetzung, ne? Ihr seht's rechts und links. Das kriegt ihr. Ah, sieht auch klasse aus, ja? Auch wenn sie nicht 100 pro getroffen haben, aber sieht klasse aus. Ist auch nicht der gleiche Gecko, das gleiche Modell wie die anderen, wo hinten dickere Schwänzchen haben. Ist wieder ein extra Gecko-Modell. Großartig, wirklich. Ich finde es super. Ist ja bombig. Hier unten ist er braun. Hier oben haben sie mit Weiß besprüht und die Ärmchen, die Beinchen hier rosa Farben. Ja, hat hier einen kleinen Punkt, nicht so einen großen Totschlagpunkt wie die anderen. Was ich gut finde, er hat ein nettes Gesicht. Ja, er grinst mindestens genauso wie er hier. Ja, hat nicht ganz so ein spitzes Gesicht, aber egal. Ist schon absolut okay. Und diese braunen, ausgefransten Flecken, die er hier bekommen hat, sehen auch absolut klasse aus. Ihr seht das Schwänzchen so ein bisschen aufgegliedert, aufgeteilt. Ne? Echt eine schöne Umsetzung. Toller Gecko sitzt hier im Halbbogen. Auch der gefällt mir richtig, richtig gut. Was für tolle Geckos in dieser Sammlung. Ich bin voll des Lobes, total begeistert. Das ist eine richtig schöne, runde Sache. So, hier haben wir eine Länge von gerade mal 8,7 cm. Mehr ist es nicht. Ich kann jetzt auch schlecht strecken. Ja. So wäre er gestreckt. Warte mal, kann ich es vielleicht doch einigermaßen messen, weil dann ist der Kerl nämlich gleich mal 15,5 cm lang. Ne? Also ein schönes Modell. Was für hammermäßig coole Geckos in dieser Sammlung drin. Also absolute Empfehlung und nochmal ein extra Daumen hoch und ein dickes Plus, dass Blue Ocean hier die komplette Sammlung, alle 20 Figuren in ein Display reingepackt hat. Es ist, you make my day, Blue Ocean. Ohne Scheiß, you make my day. Großartig. Super, super schön. Und ihr seht auch wirklich alle, die wir jetzt hier heute rausgeholt haben, komplett unterschiedlich, was Länge, was Beschaffenheit, was Größe angeht und vor allem auch die Bemalung. Super, ja, wir haben hier wirklich alles wieder mit dabei. Was für ein tolles Programm mit wunderschönen Geckos, das kannst du anders nicht sagen. So, und wir sind ja noch gar nicht fertig, denn wir wissen ja, einige haben Effekte. Andere ändern die Farbe im Wasser. Und für das alles mache ich nochmal ein extra Video. Ja, also es gibt hier tatsächlich einen fünften Teil. Ist mir egal. Hat die Serie mehr als verdient. Absolut klasse. Also mit einer der besten, schönsten Serien, die ich bisher auf meinem Tisch hatte. Ja,
Ich hatte schon großartige Figuren von unterschiedlichen Herstellern hier und das hier gehört definitiv mit dazu. Ist ein absolutes Highlight, wie ich finde. Eine wunderschöne Serie. Also nochmal ein ganz, ganz dickes Lob. Planet Wow, die coolsten 20 Geckos der Welt. Also wir sehen uns nochmal in einem extra Video. Da werde ich dann auch alle Geckos, die wir hier rausgeholt haben, drehen lassen. Und wir schauen uns die Effekte nochmal an. Welche leuchten im Dunkeln, welche ändern die Farbe im warmen Wasser und so weiter und so fort. Ne? Also verpasst den letzten Teil auf gar keinen Fall. Ganz wichtig. Ne? Alles klar. Ich bedanke mich bei euch fürs Reinschauen. Wir sehen uns wieder in Teil 5. Bis dahin. Ciao, tschüsschen. Euer Ruppi. Yay. Yeah.